Hallo, guten Tag alle miteinander. Es ist ja schon ein bisschen ein langer Tag gewesen. Jetzt habe ich mir vorgenommen, eher sehr viel mit Bildern zu arbeiten. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einfach einmal ein paar schöne Bilder, die da kommen werden. Die Spexels, worum geht's? Wir haben die Drohnenschwärme, die wir erfunden und entwickelt haben 2012, die Spexels genannt. Vielleicht aber davor noch ganz kurz ein bisschen einen Hintergrund zum Ars Electronica Future Lab. Wer sind wir denn eigentlich? Was tun wir denn die ganze Zeit? Diese Timeline hier beschreibt ein Stück weit die Geschichte der Ars Electronica. Ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, aber es gibt dieses Festival, bei dem Sie heute sind, schon seit 79. Und seit 79 arbeitet hier in Linz eine große internationale Community daran, Zukunftsthemen, die für unsere Gesellschaft relevant sind, in den nächsten 5, 10, 30 Jahren in einem breiten Publikum vorzustellen und zugänglich zu machen, um die Diskussion über diese Technologien loszutreten und auch um ein Stück weit auszuloten, welche ethischen Kriterien unsere Gesellschaft diesen Zukunftstechnologien eigentlich gegenüberstellen muss. Die Ars Electronica hat sich über die Jahre wirklich als Plattform für Innovation, als Plattform für Kreativität etabliert, international, wie Sie sehen konnten, auch an diesem Wochenende aus der ganzen Welt sind nicht nur Ausstellende gekommen, sondern vor allem auch Gäste, die hier mit uns gemeinsam die Themen der Zukunft, Artificial Intelligence war das heute dieses Jahr, gemeinsam zu diskutieren. Das Ars Electronica Future Lab, also das Labor, das ich leite, beschäftigt sich im Wesentlichen als Think Tank, als R&D Department, also Research and Development, als Laboratelier mit diesen Zukunftsfragen. Und zwar versuchen wir in unseren Projekten immer eines dieser Zukunftsszenarien zu skizzieren mit Partnern gemeinsam und diese Zukunftsszenarien dann aber auch Leuten zur Verfügung zu stellen, um darüber zu diskutieren, um einfach auch die Meinung einer breiten Bevölkerung abzuholen. Und das Labor, das sind 34 Aktive aus allen unterschiedlichen Disziplinen. Also Sie können es lesen, es sind Architekten, Künstler mit einer traditionellen Ausbildung von der Kunsthochschule kommend. Das sind Softwareingenieure, Physiker, Biologen, Philosophen, Soziologen. Also eine sehr, sehr breit aufgestellte Mannschaft. Telematiker, hätte jetzt bald vergessen, Hochbauer, Industrial Designer. Und die sind nicht fakultativ aufgestellt. Das heißt, es geht nicht um die einzelnen Disziplinen, sondern ganz im Gegenteil, es geht ums transdisziplinäre Arbeiten. Darüber hinaus, über die eigene Disziplin hinaus, ein Verständnis zu entwickeln für die Bedeutung des Projekts, der Frage, die gerade behandelt wird, für die Bedeutung der Gesellschaft. Und das Arbeitsfeld, in dem wir unterwegs sind, oder die Arbeitsfelder, sind sehr breit gestreut. Es ist einerseits, neue Umgebungen zu entwickeln, um einen Lernerfolg schneller erreichen zu können. Interaktive Inszenierungen von bestimmten Informationszugängen, wenn man so sagt. Oder auch, was wir sehr, sehr gerne machen, partizipative Projekte. Projekte, wo wir Tausende von Menschen mit einladen, nicht nur teilzunehmen, sondern aktiv im Projekt zu arbeiten. Also das Beispiel, das wir da haben bei dem Beispiel Empowerment, das ist, weist hin auf 2012, wo es gelungen ist, 5000 Oberösterreicher und Oberösterreicherinnen zu erreichen, die Buchstaben gebaut haben. Also jeder hat so einen großen Buchstaben als Poppendeckel gebaut und wir haben dann LED-Lichter in diese Pappbuchstaben verbaut und eine besondere Elektronik, die wir entwickelt haben. Und wir haben die dann alle eingeladen, zur Klangwolke am Samstag während der Ars zu kommen mit ihren Buchstaben
Und die Buchstaben, diese kleine Elektronik, das waren Empfänger, Radioempfänger. Und die Leute sind eben zugereist mit der Bahn aus der Umgebung und haben die Buchstaben mit dabei gehabt. Und als wir dann den Sender eingeschalten haben, plötzlich haben diese Buchstaben zu leuchten begonnen und es hat gestrahlt und wir konnten sie auch steuern, weil wir wussten, welcher Buchstabe sich hinter welchem Empfänger verbirgt. Und jetzt ist es nun einmal so in der deutschen Sprache, wenn ich ein Wort ausdrücken will, dann brauche ich mindestens zwei Buchstaben. Das heißt, es hat sich jeder, der einen Buchstaben getragen hat, zusammengefunden mit anderen und hat Worte gebildet, hat ganze Sätze gebildet mit 15 und 50 Teilnehmern und mehr. Und die haben dann vor der Klangwolke, vor den 90.000 Besuchern, sind die auf und ab gelaufen. Und da haben wir natürlich Worte oder Sätze drinnen gehabt, wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern, es war damals ganz aktuell, Free Pussy Riot war ein großes Thema, diese Band, Punkband aus Moskau. Aber auch ein Kindergarten ist vorbeigelaufen und hat den Namen des Kindergartens geschrieben oder Firmen, die ihren Namen zum Ausdruck gebracht haben und vieles andere mehr. Innovative Products, hier geht es um Produkte, die wir im Namen der Ars Electronica produzieren und über unsere Partner vertreiben. Also das Beispiel hier ist ein Ausbildungswerkzeug oder ein Schulungswerkzeug für Kinder im Vorschulalter, das man von der japanischen Webseite Elekit beziehen kann, das auch im schulischen Kontext eingesetzt wird. Innovative Direction, hier geht es darum, Errungenschaften der neuen Technologien international mit Partnern so zu vermitteln, dass sie verstehbar, begreifbar und accessible, wie man sagt, also angreifbar, erreichbar werden, um eben dann zu verstehen, was diese Technologien für unsere Gesellschaft bedeuten könnten. Ich würde nicht alles durchexerzieren, zum nächsten kommen. Wir machen das nicht allein, wir machen das gemeinsam mit unseren Partnern, und zwar akademischen Partnern und den Industriepartnern. Die akademischen Partner, allen voran CERN als das größte Wissenschaftslabor der Welt, natürlich auch MIT. Professor Hiroshi Ishii war heute schon hier und hat vorgetragen, ein sehr langjähriger Kooperationspartner der Ars Electronica, der Queensland University of Technology in Brisbane, Australien, oder Newcastle, ebenfalls in Australien, Royal College of Art in London und viele andere mehr, mit denen wir gemeinsam an diesen Themen forschen. Aber ganz, ganz wichtig sind für uns natürlich die Industriepartner. Das Ars Electronica Future Lab als ein Teil der Ars Electronica muss sein Geld auch am Markt erwirtschaften. Das heißt, all die Forschungsprojekte, die wir initiieren und umsetzen, sind nicht von öffentlichen Mitteln gefördert, sondern die öffentlichen Mittel gehen an die edukativen Bereiche, also die Ausbildungsbereiche, dem Ars Electronica Center und dem Festival hier. Aber das Ars Electronica Future Lab muss mit diesen Kooperationen sein Weiterkommen bestreiten. Und eines dieser Ideen aus dem Ars Electronica Future Lab, eine dieser Ideen sind die Spexels. Und vielleicht da nochmal ganz kurz, was sind denn die Spexels überhaupt? Also eher als Bildpunkte im Himmel sind es Raumpunkte im Himmel. Was wir da gemacht haben, ist ja nichts anderes als Pixels aus dem Bildschirm bekannt in den Himmel zu schicken. Drohnen, die einen Leuchtkörper drunter haben, um bestimmte Grafiken und bestimmte Signaletik in den Himmel zu zaubern. Der Nachthimmel ist die neue Leinwand, wenn man so möchte. Noch viel wichtiger ist aber, dass wir tatsächlich durch diese Einrichtung computergenerierte Grafiken in den Nachthimmel schreiben können. Wir errechnen sozusagen Grafiken für die Nacht. Aber zurück zum Anfang. Wie hat es begonnen? 2012 hat es begonnen mit einer Klangwolke. Und ich habe das vorher schon erwähnt, das war die Premiere bei der Klangwolke. Und die Klangwolke ist eben eines dieser riesen Outdoor-Events, die
man gerade im Tourismus jetzt wirklich sehr, sehr gut kennt, war einmal auch Europas größtes Outdoor-Event in Linz. Und sehr viele dieser Outdoor-Events enden mit einem Feuerwerk. Und wir haben uns gedacht, na, wenn wir die Klangwolke machen, na, dann gehen wir nicht einfach her und nehmen ein Feuerwerk. Wenn wir die Klangwolke machen, muss uns was Gescheites einfallen. Und so begann das Überlegen. Da jetzt noch schnell das Feuerwerksbeispiel dazu, die Slide habe ich jetzt bald übersprungen. Aber die Überlegung begann damit. Und eigentlich gedacht, weil es muss ja extrem klasse ausschauen, wenn wir einen ganzen Haufen von solchen Leuchtkäfern in die Luft schicken und die Leuchtkäfer mit Pheromonen in die Bahnen steuern und dann entsteht da so eine traumhafte Geschichte. Schaut klasse aus, sogar das Steuern mit Pheromonen ist nicht unmachbar. Haben wir soweit gehabt. Es gibt doch ein biologisches Problem, über das wir nicht hinwegkommen sind. Und das ist, dass die im Juni leuchten. Und wie Sie wissen, die Ars Electronica findet im September statt. Gut, das war nicht so gut. Dann sind wir den nächsten Sprung gegangen und haben uns gedacht, na, wir wollen eigentlich hergehen und wir nehmen ein paar Tauben und picken den Tauben einfach ein paar LEDs an die Füße. Und dann fliegen die so glas durch die... Nur, also die Tauben sind... impertinent blöd. Man bringt diesen Viechern nichts bei, außer dass sie heimfliegen. Und das schaut richtig schlecht aus, wenn die einfach abhauen. Und es ist uns nicht gelungen, denen halt irgendwie ein Flugverhalten irgendwie nahe zu bringen. Wohl aber, einige Jahre später, hat es der Duke Riley in New York geschafft. Wobei aber dieses Projekt in New York damit geendet hat, dass sehr viele dieser Tauben dann tot vom Himmel gefallen sind. Nicht, weil sie einen Stromschlag gekriegt hätten, sondern weil die Tauben einfach Angst kriegen vor dem Licht, das sie verfolgt, und flüchten vor dem Licht. Also ich bin sehr froh, dass wir das dann soweit gar nicht getrieben haben, nämlich genau aus dem Grund, dass diese Flucht zwangsweise im Tod enden muss, sie werden das Licht nicht los. Na gut, haben wir uns gedacht, dann machen wir es uns einfach, dann nehmen wir halt Drohnen, die kann man recht simpel steuern, die tun auch, was man sagt, haben wir uns zumindest gedacht. Und fangen einmal an, mit einer kleinen Menge von Drohnen dieses Experiment zu wagen und einen Schwarm zu starten. Das klingt heute überhaupt nicht mehr spektakulär, das war damals eine Weltpremiere. Noch nie hatte jemand einen Schwarm von Drohnen betrieben. Im Außenbereich, im Freien, Outdoors. Und da war natürlich zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr viel Arbeit. Da sehen wir jetzt gerade einmal die ersten 12, die wir so in den Himmel gekriegt haben. Viel Arbeit deshalb, weil wir Lichter drunter brauchen. Und das ist die erste Version, damals 2012, mit der wir ins Rennen gegangen sind. Also so eine Lichtkugel unten dran mit ein paar LEDs drinnen. Man konnte schon die Farben verändern. Aber man sieht auch da bei der Aufnahme untertags, es ist ein bisschen mager, das Licht. Nichtsdestotrotz, man kann ja nicht gleich die Welt niederreißen. So ließ sich das an bei der Ars Electronica. Vielleicht könntet ihr ein Stück weiter aufdrehen. Und warten auf ihren großen Auftritt. Eine 13-köpfige Bodenmannschaft bringt sie am Startfeld in Position. Die Spannung steigt bei der internationalen Crew. It's going to be incredible, whatever happens. 20.30 Uhr, der Countdown läuft. Die 50 Quadcopter starten noch unbeleuchtet. Dann ist es soweit. Der Lichterschwarm erscheint am Linzer Nachthimmel. Thema der Show ist die globale Vernetzung. Die Klangwolke bespielt das Donauufer auf fast 200 Metern und ist damit eines der größten Open-Air-Events Europas. Die Quadrocopter kommen dabei viermal zum Einsatz. Eine Weltpremiere von 90.000 Zusehern. Congratulations, turn them off! Und wir haben natürlich nicht aufgegeben und weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und es ging vor allem einmal zuerst um das Licht. Das muss größer, stärker, impressiver werden.
Und dann haben wir unterschiedliche Varianten versucht. Wir haben dann Kugeln auf einem Kaffeehäferl, wenn man genau schaut, eingesetzt. Wir haben Halbschalen eingesetzt und so weiter und so weiter, um den richtigen Diffuser zu finden. Und wenn wir dann einigermaßen einen Diffuser im Griff gehabt haben, hat schon ganz gut ausgeschaut, haben wir natürlich in der Massenproduktion 50 davon bestückt. Und das war ungefähr die Zeit, als dann Paramount Pictures Los Angeles angerufen hat und gesagt hat, ob wir nicht für ihre Premiere eines neuen Science-Fiction-Movie diese Technologie zum Einsatz bringen könnten in London. Und wir haben uns gedacht, ja super, das machen wir sofort und haben gleich eine Idee geschickt und wollten das in den Nachthimmel zeichnen und die haben dann gemeint, na, das ist nicht ganz, was es sein soll. Es geht nämlich bei dem Movie um diese Szene. We're gonna do this, we gotta do it now. We will not fit. I told me fit. I am not sure that qualifies. Star Trek. Das haben wir, da muss ich vielleicht was dazu sagen, das war die goldene Ära, die Goldgräberstimmung im Drohnenflug. Es gab so gut wie keine Drohnengesetze. Wir haben in London direkt neben der Tower Bridge einen Schwarm von 50 Drohnen steigen lassen. Das ist heute völlig unvorstellbar. Und wir wollten natürlich sicher gehen, dass das auch rechtens ist, was wir da machen. Und haben in Heathrow am Tower angerufen und haben gesagt, wir wollen da jetzt 50 Drohnen steigen lassen. Dann haben wir schon ein bisschen gewartet, Pause. How high do you go? Und wir haben so 120 Meter. Call me again, 15 minutes prior to takeoff, war die Antwort. Dann habe ich mir gedacht, super, das tun wir. Und wir haben auch wieder angerufen. Aber das war damit sozusagen erledigt. Dieser Zugang da damals noch die erste Variante unseres Swarm Operating Systems, das wir mittlerweile auf mehrere Vehikel ausdehnen können, hat uns natürlich von vornherein die Gelegenheit gegeben, vor allem auf Inhalte zu reflektieren. Uns ging es ja darum, auch diesem neuen Medium eine Sprache abzuringen. So wie jedes neue Medium ganz am Beginn eine Sprache, eine Mediensprache, eine adäquate Sprache erst entwickeln muss. Und da haben wir unterschiedliche Varianten durchprobiert. Und vielleicht schauen wir in das nächste rein. Murmur. Das war eine Show in Bergen. We'll be right back.
will es jetzt nicht zu lang treiben. Aber man hat auch da schon gesehen, doch schon kräftige Lichter, allerdings gegen die großen Stadtbeleuchtungen, gegen Bühnenlichter, sind wir immer noch sehr dimm, sehr dunkel. Gleichzeitig aber haben wir versucht, auch Laser einzusetzen, wie Sie im Video gesehen haben. Wir haben einfach versucht, diese Möglichkeiten auszureizen. Wie weit kann man gehen, was kann man noch alles tun, um einen idealen Ausdruck dieser Schwärme hinzukriegen. Was da so jetzt ein bisschen nach Müll ausschaut, ist eigentlich ganz eine großartige Entwicklung, nämlich die neue Leuchte, die neue LED-Leuchte, die im verbauten Zustand dann so ausschaut und mit dem Diffuser unten dran so ausschaut. Und das sind LED-Lampen, die aus der Autoindustrie kommen. Also wir haben 4 Autoscheinwerfer quasi in dieser Drohne verbaut, die in allen Farben leuchten können. Und wie man da jetzt sieht, sogar im Sonnenlicht noch recht gut erkennbar sind. Unsere Entwicklung damit aber noch lange nicht fertig, weil es ja eigentlich um die Qualität des Ausdrucksmediums geht. Und da versuchen wir mit unterschiedlichen Maßnahmen zu punkten. Eine Variante, die wir hier probiert haben, ist Light Painting, nennt man so. Light Painting ist nichts anderes als eine lange Belichtungsdauer einer Kamera, die auf ein leuchtendes Objekt blickt. Und man bewegt dieses leuchtende Objekt vor der Kamera. Und die Kamera zeichnet damit die Spuren dieses Objektes auf. Und wenn man das durch den Himmel treibt, dann kann man damit schreiben. Wenn man das durch den Himmel treibt und mit der Kamera draufhaltet, kann man damit beliebige Muster generieren. Und das ist natürlich der Hint für die Insider der Computergrafik, der weltberühmte Teapot, an dem immer jede neue Render-Engine gemessen wird. Diesen Teapot mussten wir natürlich in den Linzer Nachthimmel zaubern. Wir sind aber dann dieses Video, vor allem das mit Paramount, ist viral gegangen. Wir haben, wenn mich nicht alles täuscht, 56 Millionen Zugriffe auf dieses Star Trek-Video gehabt. Und plötzlich war die ganze Welt interessiert. Und so sind wir nach Australien gekommen und konnten in Australien den Campus der Queensland University of Technology, einen Neubau der Universität, eröffnen. Jetzt bräuchte wieder ein bisschen Sound, bitte. Hat man übrigens auf der Sydney Times am Titelbild gesehen, als es da durch den Nachthimmel gesprungen ist. Aber natürlich haben wir uns nicht nur fürs Entertainment was überlegt, sondern auch für die Architektur, Bauvorhaben zum Beispiel, Brücken, die ich nicht in den Raum zeichnen kann, ohne Drohnen. Also tatsächlich die Bauwerke, die geplant sind, städteverändernde Bauten vorher mit den Drohnen zu visualisieren, damit eigentlich die Bürger der Stadt eine Möglichkeit haben, auch zwischen unterschiedlichen Modellen vielleicht auszuwählen. Mitspracherecht, nicht einfach nur durchs Handy irgendwie in die Gegend schauen oder irgendeine Animation runterladen, sondern ich habe das Gebäude dort stehen, wo es stehen wird. Aber natürlich ist es auch im Entertainment weitergegangen und die Ars Electronica haben wir 2013 mit dieser Performance eröffnet, was uns vor allem auch wieder darum gegangen ist, nicht nur mit den Spexels allein zu agieren, sondern eine große Tanzperformance dazu zu inszenieren mit riesengroßen Projektoren. In der Tabakfabrik war das im Innenhof, wo wir Videomapping dazu integriert haben, wo dann eigentlich die Darstellung auf der Projektionswand verlängert wurde durch die aufsteigenden Sterne in den Himmel. Sehr schöne Szene in der Aufführung, kann ich mich erinnern, war
mit nur 7 Drohnen geflogen, der große Wagen. Und als dann der große Wagen plötzlich, als wir den eingeschaltet haben, da haben Menschen tatsächlich, und das gibt es auf Kamera, zu weinen begonnen, weil das einfach, also es ist überwältigend. Im Video schaut das alles ein bisschen kinderkrammäßig aus. In der Realität ist das natürlich raumgreifend. Diese Figuren sind in der weitesten Entfernung von einem Ende bis zum anderen bis zu 200 Meter groß. Und wirklich dreidimensional. Das ist eine besonders schöne Geschichte. Das war die europäische Kulturhauptstadt in Umeå. Und wir wurden im Herbst irgendwann einmal angefragt, ob wir das machen können. In Umeå, wer weiß, wo Umeå liegt? In Schweden, ganz im Norden, so richtig, wo es echt kalt ist. Und wir sollten im Februar auftreten. Minus 20, minus 25 Grad wurden prognostiziert. Und jetzt ist es einmal so, dass Batterien in hoher Kälte relativ schnell leer sind. Und wir haben natürlich das irgendwie testen müssen im Vorfeld, ob wir das schaffen. Was wir gemacht haben ist, wir haben eine große Fleischhauerei in Linz angerufen und haben gefragt, könntet ihr eure Rinderhälften nicht einmal zur Seite rücken? Wir würden gern bei minus 25 Grad Test fliegen. Tatsächlich, sie haben es getan, sie haben uns reinlassen. Wir haben uns ein bisschen die Finger abgefroren, aber es ist geglückt. Wenige Umbaumaßnahmen und wir konnten tatsächlich am zugefrorenen Fluss, der durch Umeå durchfließt, die europäische Kulturhauptstadt Umeå eröffnen. Gemeinsam mit dieser Inszenierung am Fluss, wo wir am Fluss auch diese Lichtkanonen, da war ein großes Geschehen rundherum, auch mit Rentieren ist da richtig was abgegangen. Also es war eine sehr, sehr große Inszenierung und die Spexels haben so quasi die Aufgabe des, und das ist ganz interessant, vor allem im Hinblick auf das nächste Projekt, des Waldgeistes übernommen. Das war so die Erscheinungsform des Waldgeistes einer schwedischen Saga. Nämlich 3 Wochen später sind wir aus minus 25 Grad zu plus 50 Grad gefahren und das war Sharjah. Und Sharjah war in dem Jahr die islamische Kulturhauptstadt und wir konnten dieselben Spexels dann im Einsatz für die Eröffnung der islamischen Kulturhauptstadt verwenden und haben dort bei plus 50 Grad im Wüstensand Mohammeds Leben mit inszeniert. Die Spexels haben dort die Aufgabe des Heiligen Geistes übernommen. Und glaubt mir, das war so viel Adrenalin, hat es noch nie gegeben. Man will nicht, dass in einem Stück über Mohammed, das noch dazu vom Scheich, vom Sharjah persönlich geschrieben wurde, dass der Heilige Geist abstürzt. Also das will man sich echt sparen. Wir haben auch in der Forschung weitergearbeitet und haben diese Schwärme in den Innenraum geholt. Und das ist eine Präsentation, Smart Atoms, bei der ASA Electronica von vor 3 Jahren jetzt, wo mir das erste Mal gelungen ist, mit einem Schwarm zu interagieren. Nicht mit einer einzelnen Drohne, nicht mit einem einzelnen Baustein, sondern mit einem Schwarm als solches, der in seinem ständigen Verbund, in seiner virtuellen Konnektivität diese Linie aus Reihen, halt, also reine Demo, ist nicht wahnsinnig hochauflösend, aber trotzdem die Idee, sozusagen eine virtuell gezeichnete Linie manuell anzugreifen und sozusagen zu manipulieren. Das heißt, Schwärme in der Zukunft werden noch viel mehr als nur einfache autonome Vehikel sein. Schwärme in der Zukunft werden auch Bausteine werden, mit denen wir virtuelle Umgebungen werden bauen können. Und das haben wir auch nicht allein mit dieser Betrachtung in der Interaktion mit autonomen Vehikeln, sondern mit diesem Projekt ist die Industrie auf uns aufmerksam geworden
nämlich im Hinblick darauf, wie wir mit diesen Robotern in Zukunft kommunizieren werden. Was brauchen wir, um die Roboter zu verstehen? Aber noch viel mehr wichtiger, was brauchen die Roboter, damit wir sie verstehen können? Wir haben eine mehrjährige Forschungskooperation mit Mercedes-Benz genau zu diesem Thema begonnen. Und diese Forschungskooperation hat zu diesem Ergebnis geführt. Der F015, das erste autonome Vehikel, das Mercedes gebaut hat. Und, da sind wir alle besonders stolz drauf, die Europapremiere hat nicht etwa in Frankfurt in der Automobilausstellung stattgefunden. Die Europapremiere, und manche haben es schon erkannt, war hier in Linz. Dieses Fahrzeug ist durch Linz anlässlich der Ars Electronica gefahren, und zwar nicht irgendwie nur hier in der Ausstellung, sondern durch die Stadt. Und es gab wieder einmal mehr die Möglichkeit, für die Linzer und Linzerinnen Zukunft tatsächlich zu berühren, Zukunft tatsächlich zu erleben. Und das Interesse war natürlich, wie man da sieht, dementsprechend groß. Aber das ist auch ein bisschen so Rezept der Ars Electronica. Es geht immer wieder darum, diese neuen Lichtblicke am Horizont unserer Zukunft zu entdecken, herauszuarbeiten und einem sehr, sehr breiten Publikum auch tatsächlich zugänglich zu machen. Eigentlich all diese Dinge sind keine Expertensysteme, beziehungsweise sollten sie es nicht sein. Unsere Gesellschaft sollte in der Lage sein, informiert, ausreichend informiert zu sein, eine eigene Meinung darüber zu bilden und über die ethischen Kriterien, die jede dieser Zukunftstechnologien braucht, auch mitbestimmen zu können. Dazu unter anderem ist die Ars Electronica hier. So schaut ein Flugfeld aus. Das sind unsere Flight Controller. Wir haben keine Piloten mehr. In Wirklichkeit läuft es so, irgendjemand drückt auf die Taste, das ist bei uns auch wie immer die Enter-Taste, und der Schwarm hebt ab, fliegt sein Programm ab, landet wieder autonom. Was wir zusätzlich aber brauchen aufgrund der Auflagen der Flugbehörden, nicht nur hier in Österreich, sondern international, wir haben ja als übrigens auch wichtig, das einzige Unternehmen weltweit, das von der Federal Aviation Agency einen Drohnenflugerlaubnis bekam, ist die Ars Electronica in Linz. Und zwar war das 2015 durch eine Exception, das ist eine Ausnahmeregelung des Paragraphen 333 der Flugbewilligung. Da sind wir natürlich sehr stolz drauf, dass jetzt ausgerechnet irgendwelche Leute aus Österreich das hinkriegen. So schaut der Sicherheitsradius aus. Wir fliegen also innerhalb eines Sicherheitsradius und der Radius errechnet sich aus der Höhe, der Maximalhöhe, die geflogen wird, und der Maximalgeschwindigkeit. Also je höher und je schneller ich fliege, desto größer muss der Sicherheitsradius sein, damit selbst im schlimmsten Fall, wenn wirklich irgendwas schief geht, wenn die Drohne runterkommt, kein Publikum getroffen wird, kein Mensch in Gefahr gerät. Das haben wir mit äußerster Präzision auch des Öfteren, wie Sie jetzt gesehen haben, durchexerziert. Und es ist uns gelungen, in der Zeit eine weitere Entwicklung zu starten, nämlich Designmodelle zu entwickeln und ein Swarm Operating System, das man hier sieht, zu entwickeln, das es uns erlaubt, in genau diesem sicheren Verfahren, und zwar hundertprozentig sicheren Verfahren, Schwärme zu betreiben. Wenn es hundertprozentig sicher sein soll, kann ich es nicht überall machen. Ich kann einfach nicht in ein Stadion gehen und eine 200 Meter große Figur über einem Stadion fliegen.
das wäre nicht hundertprozentig sicher. Aber bestimmte Bereiche, die diese Dimensionen zulassen, sind sehr wohl abgesichert. Und so schaut das Startfeld aus. Eine große Mannschaft baut die Drohnen auf in einer Matrix, so wie sie da stehen. Es werden die Batterien gewechselt, es werden die Vorflugstests, also Pre-Flight-Tests, gemacht. Und wenn alles gut geht, schaut es irgendwann einmal am Abend dann so aus. Dann kommt der berühmte Druck auf die Enter-Taste. Die Dinger heben ab, fliegen ihre Show, landen dann wieder sicher, so wie hier ein Beispiel, das war voriges Jahr 2016 bei der Ars Electronica und der Radical Atoms, wo wir 100 von diesen Drohnen fliegen ließen. Diese 100 waren gleichzeitig oder sind gleichzeitig auch der Weltrekord, den wir mit Intel gemeinsam geflogen sind, und diesen Weltrekord haben wir auch in Sydney überm Opernhaus realisiert, 7 Tage hintereinander. Danke. Ab diesem Zeitpunkt hat die Großindustrie übernommen. Und da ist ein Rennen losgebrochen. Intel hat mittlerweile 300 oder 500 sogar in den Himmel geschickt. Und es war im November 2000. Wie lange geht's denn noch? Habe ich nur 2 Minuten? Gott, ich habe viel zu lang geredet, ich hätte noch so viel zum Herzen. Dann fliege ich nicht durch. 1 Minute. Das war Ehang in China im Jänner 2017 1000 Stück geflogen. Die haben sie überhaupt nicht kreiert, die haben nur die Lichter außen eingeschalten. Wir haben zu dem Zeitpunkt schon mit NTT gemeinsam in der Vorbereitung für die Olympiade 2020 eine Kooperation darüber getroffen, Forschungs- und Entwicklungskooperation, wo wir Schwärme für die Olympiade 2020 realisieren wollen. Und das war ja auch hier diese Demo bei der Ars Electronica live zu sehen. Wir haben aus diesem Grund, glaube ich, auch diese Entwicklung gewonnen. Und zwar ist das der Vorflug, den wir für das weltweit größte Rockfestival Rock in Rio mit 300.000 Leuten pro Tag angeblich starten können. Und zwar beginnt das morgen. Rock in Rio. Wir spielen dort mit der Lady Gaga, mit Justin Timberlake, mit den Chili Peppers, mit Aerosmith, ich weiß nicht, ein enormes Line-up, täglich mit anderen Giganten des Entertainments. Und jetzt ganz zum Schluss unser jüngstes Kind aus der Entwicklung, und dann gebe ich schon Ruhe, der Drone Screen.